Hingegen etwas schweißtreibender und weniger angenehm war das tägliche Yoga-Programm für Sarah. Dabei war der Schneidersitz noch eine der leichtesten Übungen, wie sich herausstellen sollte. Dabei dachte Sarah anfangs, dass sie völlig starr, unbiegsam und überhaupt viel zu dick für Yoga sei. Jedoch mit der Zeit löste sich dieses Denken und all diese innere und äußere Starrheit auf. Sarah nahm ganz ohne Mühe ab, unter anderem auch durch die Nahrungsumstellung auf Vegetarisches und natürlich der Entsagung von allen Zuckerzuführungen und vielen weiteren aufputschenden und betäubenden Substanzen. Sie erreichte mit der Zeit ein ausgezeichnetes Körpergefühl, da sie durch die tägliche Routine von Yoga kräftiger und gleichzeitig beweglicher wurde. Nach so vielen Lebensjahren fühlte sich Sarah zum ersten Mal in ihrem Körper wohl, konnte ihn voll und ganz annehmen und sich dessen erfreuen.